So, Tag Nummer 42. Heute freue ich mich sehr. Es geht in die Türkei über die Grenze. Wird ein langer Weg heute, wie immer. Und ja, let's go, Leute, let's go. Weg hier, nicht auf die Straße. Nicht auf die Straße. Süße. Ui. Weg, 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 weg. Hier. Hey, muss aufpassen. Nicht auf die Straße. Nein, du kannst nicht mit mir mitkommen. Wo wir gerade von der Polizei kontrolliert worden. Von der griechischen Polizei hier. War ja wieder klar. Und diesmal habe ich ein bisschen emotionaler reagiert, habe gesagt, ey Leute, ich bin split. Seit 42 Tagen bin ich unterwegs. Ich werde jedes Mal kontrolliert. Und dann stellen die mir immer komische Fragen. Und die lachten dann, meinen dann, ey, alles gut. Wir glauben dir, wir folgen dir jetzt auch auf Instagram. Sehr nett auf jeden Fall. Und es geht weiter. Nicht mehr lange bis zur Grenze, türkischen Grenze. Das wird so schön. Ich freue mich. Nicht mehr lange. Nicht mehr weit zur Grenze. Das sieht man jetzt nicht, aber ganz da hinten sehe ich schon die türkische Flagge. Oh Mann, Leute, was für ein Moment gleich. Wie gesagt, ist doch nicht mein Endziel. Aber trotzdem nicht mehr lange, Leute. Ich freue mich. Leute, ich bin euch ganz ehrlich, ich kann meine Tränen nicht zurückhalten. Das wird gleich sehr emotional für mich. Ich kann es einfach nicht realisieren. Das ist einfach ein Problem. Ich kann einfach nichts fühlen gerade. Einfach nur stolz. Und ich werde es echt brauchen, um das zu realisieren. Let's go. Leute, ich werde mich nicht zurückhalten mit meinen Emotionen. Auch wenn das noch nicht mein Endziel ist. Ich kann es einfach nicht glauben, dass ich in die Türkei gelaufen bin. Ich werde erstmal einige Zeit brauchen, um das zu realisieren. Aber ich will jetzt einfach diesen Moment genießen, weil daran werde ich mich immer zurückerinnern. Lasst uns das zu Ende bringen, Leute. Let's go. Leute, ich hab's geschafft. Ich bin über die Grenze in der Türkei. Ich bin hier gerade noch an der türkischen Grenze. Gerade war ein türkischer Polizist, der mich kontrolliert hat und den ich meine Story erzählt habe. Und die fanden das mega. Und er hat eine Tochter, die gerne auch läuft. Und er hat mich darum gebeten, ihr eine Video-Story zu schicken. Und ihr zu sagen, dass sie sehr viel trainieren muss, um sowas zu schaffen. Und ja, echt schön. Ich freue mich echt hier zu sein. Ich spreche hier die Sprache auch. Das wird nochmal anders sein. Wirklich unglaublich. Leute, die ganzen LKW-Fahrer tun mir so leid. Ich muss so viel warten jetzt. Ich kann mich immer vordrängeln, weil ich zu Fuß bin. Let's go, Leute. Let's go. Und ich habe mir Sorgen gemacht, ey. Was für eine Verarsche. Ich dachte schon, scheiße, Pass rausholen. Welcome to Turkey. Leute, ich bin in der Unterkunft. Was für ein langer Lauf. Aber ich bin in der Türkei. Ich freue mich so sehr. Es sind nur noch Ultraläufe. Es wird noch mega hart. Also ich habe mein Ziel noch nicht erreicht. Also wartet noch ein wenig mit der Gratulation. Trotzdem vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Aber wie gesagt, es fehlen noch ein paar Tage. Die werden richtig hart. Ich hau nochmal richtig rein gegen Ende. Aber ich bin froh, hier zu sein. Ich glaub's nicht. Ich kann es einfach noch nicht realisieren. Ich bin sehr erschöpft. Aber ich gebe mein Bestes. Let's go, Leute. So, bin jetzt im Restaurant
im Hotel. Ich freue mich so sehr auf das Essen, Leute. Ich werde mich jetzt ausruhen, habe nicht mehr so viel Zeit zum Regenerieren. Morgen früh geht's weiter mit einem sehr, sehr langen Lauf nach Tequila. Und ich freue mich, Leute, let's go. Bin einfach nicht satt geworden. Deswegen gehe ich jetzt nochmal irgendwo anders essen. Zu kleine Portion für mich. Und ich habe auf jeden Fall noch Hunger. Mal gucken, was ich finde. So Leute, jetzt bin ich aber satt und habe mir noch mal was eingekauft. Zurück ins Hotel, ausruhen. Morgen früh geht es dann weiter. Ich freue mich echt hier zu sein. Ich spreche hier die Sprache sehr gut. Das ist noch mal ganz anders, glaube ich. Bin ich nicht mehr so fremd für die Leute. Und die Türken sind halt mega bekannt dafür, dass die gastfreundlich sind. Mega nett. So Leute, ihr wisst, die letzten Tage stehen an. Ich freue mich. Wir sehen uns morgen. Let's go.